Und damit herzlich willkommen zu einer neuen Aufnahmesession Fußballmanager 2018 unserer Karriere hier mit Inter Mailand, italienische Serie A. Ein paar Partien sind schon gespielt, wir befinden uns im November. Es geht also langsam auf die heiße Phase kurz vor der Winterpause zu. Und ich würde mich glücklich schätzen, wenn wir heute in der Aufnahmesession bis zum 1. Januar kommen, weil... Ja, ansonsten bin ich jetzt demnächst zu meiner Fortbildung für den Fitnesstrainer und habe dann keine Zeit mehr aufzunehmen und habe dann wirklich keinen Plan mehr, wie ich das hier geplant habe. Deswegen würde ich gern bis zum 1. Januar durchkommen, da schon mal die Transfers einleiten. Und ja, ich hoffe, man kann das verstehen und nachvollziehen. Und ja, wir machen heute weiter mit dem Spiel gegen Bursaspor. Da dürfte eigentlich schon alles so eingestellt sein. Hier spielt so ein bisschen unsere B bis C11. Ich weiß gerade gar nicht mehr, wie es in der Champions League so aussah. Oder ist das Europa? Ist Europa League? Natürlich, ich assoziiere einfach Inter immer mit der Champions League. Da sieht es so aus, dass wir die ganze Hinrunde schon gespielt haben. Ein Sieg, ein Unentschieden und eine Niederlage. Alles sofort Berechnung nehme ich an, weil hier ist kein Gegner für ein Live-Spiel dabei. Dann machen wir heute die nächste Sofortberechnung. Ich habe einen neuen Gameplay-Patch installiert. Den haben wir gestern in der Aufnahme mit Tubize schon ja erleben können. Zumindest in einem Spiel, aber die Aufnahme gestern war nicht so... war ich nicht ganz so glücklich drauf. Die erste Folge davon ist ja gestern schon rausgekommen, am 2. Juli. Und ja, ich nehme hier auf, heute haben wir Tag der Arbeit, sprich 1. Mai. Also schon ein bisschen weiter im Voraus am Produzieren. Aber wie gesagt, es ist nötig, weil ich, wie gesagt, jetzt demnächst für 2 Wochen komplett raus bin, was Aufnahmen betrifft. Und auch da nichts machen kann, was Hochladen, Rendern und so betrifft, weil ich halt von 4 Uhr morgens bis 22 Uhr unterwegs bin. Und dann, wenn ich nach Hause komme, sicherlich keinen Bock mehr habe auf irgendwas. Und deswegen, ja, gehen wir einfach rein. Wir haben hier lang genug geredet. Wir werden auf jeden Fall mal nicht verlieren gegen Bursaspor. Ich hoffe, dass wir sogar gewinnen. Davy Selke auf Vorlage von Max Meyer, der gestern von Schalke beurlaubt wurde. Degano zum 13-0, also unsere C11 hat einfach mal Bock. Degano, unser Nachwuchsspielmacher, hat jetzt auch ein schönes Spielerbild. Ist jetzt halt natürlich ein real existierender Spieler schon mit einem falschen Trikot, aber es passt von der Farbe her, deswegen... Ist das ganz gut, da wollen wir den Sieg mit nach Hause nehmen und gucken, wem wir vielleicht noch ein bisschen Spielpraxis geben können. Wir führen ja 3-0, das ist immer relativ sicher, würde ich einfach mal sagen. Es kann natürlich ganz viel rumlaufen, aber davon gehe ich mal nicht aus. Wir hatten jetzt hier noch nicht so viel gespielt. Wir könnten Patrick Schick noch mal ein bisschen spielen lassen, würde ich sagen. Und Balde würde ich gerne noch mal sehen. Muss ich mir überlegen, wie ich das mache. Na komm, Balde kommt für Barbosa und da Lorente auch schon gelb gesehen hat, kommt. Na, Emre Can will ich das Formhoch eigentlich behalten. Schick mir mal Rabiot auf die 6, damit er das auch nochmal ein bisschen lernt. So, Balde verschießt auch direkt einen Elfmeter und holt sich gelb ab. Also seine Note wird jetzt nicht ganz so gut sein, nehme ich jetzt einfach mal an. 3,5 hat sich aber wieder stabilisiert. Damit kommen wir solide raus. Wir haben einen souveränen 3-0 Erfolg. Stehen damit jetzt auf den 2. Platz. War ganz wichtig, da Malmö zeitgleich gegen Rapid Wien verloren haben. Das wird dann das nächste Spiel. Und da wird es drauf ankommen, ob wir Erster oder Zweiter werden in der Europa League. Als Inter Mailand willst du und musst du eigentlich auf Platz 1 rauskommen, aber man weiß halt nie. Ansonsten, hier sind die Leute da, die man da auch erwartet. Ich glaube, hier sind ein paar Leihspieler von uns. Ich weiß aber nicht, haben wir Cotrone auch hier in der Saison? Würde mich wundern. Hätten wir den direkt vom AC Milan holen müssen. Ah, psychische Probleme, das war das. Die Verletzung, die hier komischerweise auf einmal so aufgetaucht ist und seitdem uns terrorisiert. 20 Millionen ist, glaube ich, das Höchste, was ich für Diawara zahlen wollte. Kann sich eigentlich auch keine Partei drüber beschweren. Einer unserer Jugendspieler hat ein Trainingsziel erreicht. Wenn ich so grob drüber denke, sollte das eigentlich auch ein gutes oder solides Talent sein, aber ich habe es, wie gesagt, auch nicht mehr ganz im Kopf.
Saponara. Der hat uns ja damals bei der Hertha sehr viel Spaß bereitet, als wir den da mal ablösefrei im FM17 geholt haben. Also ein paar alte Bekannte trifft man hier immer wieder. Könnt ihr ja auch gerne mal in die alten Let's Plays vorbeischauen. Oder war es bei Wolfsburg oder Leipzig? Irgendwo hat man den auf jeden Fall. Und ja, was wir auf jeden Fall auch haben, ist jetzt ein Luxusaufstellungsproblem. Denn wir wollen ja jetzt wieder alle unsere Stammspieler reinbringen. Da muss ich gerade mal schauen, wie das war. Hüser ist nur ein bisschen angeschlagen, aber ich probiere es trotzdem. Selinski. Aber Degano ist in Form hoch. Selinski war auch Spielmacher, ne? Degano hat sichere Pässe, dann passt das ja. Dann können wir Zielinski zumindest mit auf die Bank nehmen. Emre Can, deswegen wollte ich ihn im Form hochhalten. Bleibt auf jeden Fall drin. Gimenez oder Christensen. Wer hat die niedrigere Form? Christensen. Passt auch von der Position her ganz gut. Die Frage ist, waren nämlich noch nicht alle. Ich glaube, Isco hat mal für rechts außen erstmal kurzfristig verpflichtet. Und Icardi geht wieder in den Sturm. Dann haben wir hier noch Gabriel Barbosa, der wieder reinkommt. Max Meyer ist aber auch in Form hoch. Degano war auch in Form hoch. Dann müssen wir Isco nochmal rausnehmen und Max Meyer rein. Müssen nicht, aber mache ich immer gern. Wie gesagt, Form hoch hat bei mir auch ein bisschen Vorrang. Balde kommt rein und Barbosa bleibt erstmal draußen. Aber wie gesagt, die kriegen alle genug Spielzeit. Warum hat eigentlich Kurzuma, der war in der Champions League nicht spielberechtigt, ne? Ich wollte schon sagen, warum hat der da nicht gespielt? Der muss ja Spielpraxis sammeln. Eigentlich müsste ich mit Kievo auch nicht mit voller Kapelle auflaufen, aber ihr seht, wir haben jetzt am 4.11. Spiel, dann Länderspielpause. Deswegen können wir da unsere Top 11 bedingungslos reinwerfen, ohne Angst zu haben, dass die sich überarbeiten. Und vor allen Dingen müssen wir hier jede Menge für die Jugend noch tun. So, auf dem Transfermarkt, Cotrone hat mal im Blickfeld, also ist der noch nicht bei uns. Der ist jetzt aktuell verliehen, nehme ich an. Genau, und den hat man eventuell für nächstes Jahr in Betracht gezogen, je nachdem, was sich da bei uns im Sturm tut. Ich erinnere mich ganz dunkel. Vertragsverlängerung weiß ich jetzt nicht, wie wir da geplant hatten. Hab ich, wie gesagt, keinen Peil mehr. Die Aufnahme ist über einen Monat wieder her, leider Gottes. Das vergeht immer so schnell, der Monat. Du kannst dich aber mal um Zuma kümmern. Ihr seid beide jung. Auch wenn du gut trainiert hast und ich dir jetzt auch gerne gesagt hätte, aber erstmal wollen wir, dass alles wieder passt hier, damit sich jeder versteht. Kurt Zuma kann gerne am schwachen Fuß arbeiten. Das nehme ich immer gerne als Option. Meier, der im Form hoch ist, hat auch gut trainiert. Emre Can sollte das nämlich auch haben. Fuinoy. Teamchemie geht nach unten. Da muss ich gleich gucken, warum das so ist. Klostermann ist noch einen Tag verletzt. Leider Gottes. Bernardo Silva noch 4 Tage. Ich wollte gerade sagen, der kam mir gerade aus der Aufstellung nicht bekannt vor. Dalbert, Bernardo Silva, Christensen. So, warum geht das nach unten? Frustrierte Spiele, Konkurrenzkampf, Gehaltsstruktur ist wirklich fair. Aber warum geht es dann nach unten? Wo kommt das dicke Minus? Außerdem sollten Sie sich unbedingt mal Ihre Teamhierarchie anschauen. Die ist doch bis auf Isco ganz in Ordnung, würde ich sagen. Also ist Isco aktuell das große Problem, aber den haben wir ja ablösefrei spontan dazu bekommen. Der könnte eventuell auch wieder verkauft werden. Also ganz so dramatisch sehe ich das jetzt nicht. Warum haben hier die Jugendspieler keine Mentoren? Da müssen wir nochmal drüber gucken. Nicht, dass da einer nicht versorgt ist.
Der hat. Und hier hat Lucenti keinen Mentor. Können wir aber auch keinen stellen. Der hat sein Trainingsziel ja ohnehin erreicht. Das haben wir ja gelesen. Also gibt es hier sehr, sehr viele talentierte Spieler. Das ist das, was wir bei Inter Mailand auch brauchen. Damit kann man, glaube ich, schon sehr zufrieden sein mit dem aktuellen Stand der Dinge. Da macht das Ganze doch Spaß. Dann kriegt der Klostermann als Mentor. Wir gucken nochmal rein. Gabriel Barbosa erreicht auch sein Trainingsziel. Ja, kaum spielen sie, dann geht das auch wieder, dann flutscht das hier richtig. So, angeschlagen. Ja, ich überlege tatsächlich, ich habe keine Lust, dass er sich noch länger verletzt. Deswegen wäre meine Überlegung, Christensen hat eine 74, wäre meine Überlegung, Christensen dafür hinzustellen und Kurt Zuma mitzunehmen. So, und wenn das nicht klappt, kann man Emre Can immer noch als Rechtsverteidiger aufstellen, der dort Mega-Werte hat. Wir hatten jetzt nur keinen Ersatz fürs defensive Mittelfeld, deswegen habe ich das mal gelassen. Dann denke ich, sind wir gut aufgestellt für das Kiew-Spiel, ohne eine Verletzung zu riskieren. Moise Kean, natürlich ein absolut überragendes Talent. Hier muss ich gerade mal gucken, dass das hier auch alles so eingestellt ist, wie ich das gern hätte. Habe ich da echt nur auf 60% gemacht. Ich würde doch gerne schön aufs Pressing drauf gehen. Ich verstehe nicht, warum kann der sich die Werte eigentlich nicht merken? Passspiel soll meistens kurz sein, nicht immer kurz. Kurz. Aber wenn ich das doch hier einstelle, ja, und dann abspeichere, warum merkt er sich das nicht? So, Let's Play übergreifend. Das ist einfach Sachen, die ich nicht verstehe. Aber naja. Rein ins Spiel. Kiewo, Tabellen 18. Wir wollen weiter nach oben klettern. Deswegen sollten heute 3 Punkte her. Aber Sofortberechnung ist hier immer so eine Sache, ne? Kiewo hat die erste Chance. Wir so bisher eher gar nicht im Spiel. Wir wollen natürlich aber gewinnen, deswegen erhöhe ich mal in der Ansprache ein bisschen den Druck. Motiviere hier noch ein paar Leute, da ist nämlich noch mehr drin. Ich sage, für die Baller ist erstmal Schluss und wir schicken Balde rein. Für Icardi ist Schluss und auch Rabiot geht mal kurz raus. Zielinski eingewechselt mit dem 1:0. Und das wird bis zum Ende eine Zitterpartie. 1:0 Sieg, jetzt nicht besonders schön und berauschend, aber ja. Punkte sind erstmal das Wichtige. Neapel gegen Atalanta 0:0. Florenz gewinnt 5:2 gegen Empoli. Juve gewinnt 2:1 gegen Lazio. Bologna verliert 0:1 gegen Sampdoria. Turin, also der FC Turin, 3:0 Sieg über Benevento. AS Rom gewinnt 3:0 gegen Cagliari Calcio. Perugia Calcio verliert 0:2 gegen Genua. Delfino Pescara verliert 0:4 gegen den AC Milan. Und Spal Ferrara 1:1 gegen Udine. Damit sind wir in der Tabelle wieder ein bisschen rangerückt, aber AS Rom bisher sehr, sehr souverän als Meister. Die letzten fünf Spiele alle gewonnen. Ja, ganz schön formstark. Wir hinken da noch mit 4 Siegen hinterher, aber es kommt so langsam bei uns. Ansonsten auch Juve sehr formstark mit 5 Siegen in Folge. Die kommen uns da immer näher. Bleibt also spannend, glaube ich, in Italien. Aber es sieht für uns schon mal besser aus als letzte Saison. Wir haben nicht ganz so viel aufzuholen. Belotti wieder in der Elf des Tages natürlich. 12 Spiele, 15 Tore. Kedira, Strootman, Brozovic, unser Ex-Spieler, Marchisio, Bonucci, Cicheres und Alisson, der auch mit Liverpool in Verbindung gebracht wurde. Vielleicht ist er mittlerweile auch schon hingewechselt. Wie gesagt, ich nehme sehr, sehr
früh auf, heute glaube ich oder erst morgen, das Rückspiel zwischen Liverpool und Rom in dem Champions League Halbfinale. Natürlich sind da meine Daumen für Liverpool gedrückt, ist ja klar. Karevic, gutes Talent, sichert sich hier irgendeinem Bundesligisten so einen wertvollen Spieler? Nee, ne? Alles ablösefrei, so. Ja, ich will für dich gern 20 Millionen ausgeben, nicht mehr. Dann scheitert es jetzt, nehme ich an. Dann müssen wir für das nächste Mal verhandeln, warten. Ich nehme mal sehr stark an, das wird scheitern. Beide erreichen neue Erfahrungsstufe. Wir gehen jetzt noch hier mit dem Part ein bisschen weiter. Also er wird jetzt ein bisschen länger. Denn wir nehmen die komplette Länderspielpause mit. Macht keinen Sinn, da jetzt einen Cut zu machen. Dann nur die Länderspielpause aufzunehmen als Extra-Part ohne Spiel und dann das Rom-Spiel. Das ist Schwachsinn. So, Degano wird natürlich immer beliebter, weil er bei uns mehr spielt, aber wir könnten jetzt schon fett verkaufen, ja. Kein Thema, ja. Aber da es ein eigener Jugendspieler ist und da noch sehr, sehr viel mehr drin ist, sage ich, Aston Villa, du kannst mich mal am Popo schmatzen. Wir sind hier nicht der AFC Tobite, wo man Geld abgeben müssen, Spieler abgeben müssen für Geld. Boah, beide schon Erfahrungsstufe 4. Wie viel gibt's denn? 4, 5, 5, 6, 7. Also der wird nur Führungsqualität von 2. Geht nicht bei der, wenn die eine Erfahrungsstufe erreichen, nicht auch die Führungsqualität nach oben? Oder nicht bei allen? Ich dachte immer, es wäre bei allen. Aber dann wäre ja Balde mit 0 gestartet oder mit 1. Naja, soll jetzt erstmal mich nicht stören. Wir machen weiter. So, Diawara für 20 Millionen, klappt oder scheitert? Ich wäre gern bereit, dich für 20 Millionen zu nehmen, aber es scheitert. Müssen wir noch ein paar Tage warten, den Mittelfeldspieler nehmen wir natürlich unter Vertrag. Wir gucken gerade mal, ob wir Diawara im Blickfeld haben. Haben wir, das ist gut. Dann könnten wir ja auch sagen... Am 20.10. haben wir schon mit ihm gesprochen. Müssen aber nochmal mit ihm sprechen auf jeden Fall. Skriniar erreicht auch eine neue Erfahrungsstufe für sein 10. Länderspiel. Hat ganz solide gespielt für die Slowakei. Stefan de Vries geht so. Zielinski leider schlecht nach dem guten Spiel für uns. Und Patrick Schick nur eingewechselt worden, als alles Schnee ausgewechselt worden. Ich wollte schon sagen, 4 Minuten gespielt. So schlecht war er doch auch nicht drauf. Und so viele krasse Stürme hat Tschechien jetzt auch nicht mehr. Hoffen wir mal, dass er nicht zu lang verletzt ist. Switch um auf Freitag, damit ich mal irgendwann hier oder auch nicht. So, wir gehen nochmal auf den Fanartikelverkauf. Können wir aber noch nicht, weil wir erst was anderes bauen müssen. Erreicht ein Trainingsziel. Wir haben jetzt aktuell relativ viele Verletzte, oder täuscht das so ein bisschen? Es kommt mir auf jeden Fall so vor, als wären das ungewöhnlich viele Verletzte. Emre Can, 12 Tage. Silva ist wieder da. Gefällt mir noch nicht so mit den Verletzten. Was ist denn unsere medizinische Abteilung? Ist da nicht so... Patrick Schick nur 3 Tage, den Jugendspieler müssen wir noch einstellen. Auch ein Slowake. Ne, Slowene. Der braucht erstmal die Position zentraler Mittelfeldspieler. So, auch ein guter Freistoßschütze kann das mal werden. Und wir haben jetzt da schon ein Problem. Dass uns die Leute hier nicht ausgehen, sondern die alle komplett besetzt sind, ne?
Warum geht der Torwart auf die Bank? Das ist wieder dieser Bug, den ich nicht verstehe. Also haben wir jetzt so viele Spieler, dass wir keinen mehr sagen können, muss aufgestellt werden, leider Gottes, sondern nur noch den ganz Talentierten. Da muss ich gleich nochmal durch. Oh, ich hasse diesen Bug, dass die Co-Trainer das nicht geschissen kriegen, den zu ersetzen. Aber ich habe auch keine Lust, mich permanent auf die Jugend dann zu konzentrieren. Sondern da vertraue ich eigentlich den Mitarbeitern, die sind ja auch dafür da. Wenn man sagt, man holt sich einen extra guten Jugendtrainer, dann sollte das eigentlich flutschen. Aber ja, das sind bekannte Bugs, die sind seit Ewigkeiten bekannt. Torwart wird da auf jeden Fall wieder reinkommen. So, Verhochak ist ein 8-Sterne-Talent, der sollte auf jeden Fall auf seiner angestammten Position als Linksverteidiger spielen. Der Katapano sollte auf seiner Position, die er lernt, spielen, und da würde ich sagen Rechtsverteidiger, weil er ein Kämpfer ist. Rechtsaußen kann er zwar besser, aber ja. So, der neu dazugekommene Sinic sollte im zentralen Mittelfeld auflaufen. Wie gesagt, 8-Sterne-Talente gehen vor oder gern auch höher, wie zum Beispiel 9-Sterne-Talente. Fleißig im Sturm sollte dann auch im Sturm. Fleißig, ja. Torriecher ist nicht ganz so stark, deswegen erstmal rechts außen. Bertolato ist als Dribbler ein Linksaußen, da er auch den linken Fuß stärker hat, der soll hier nicht den Robben machen. So, und dann würde ich sagen, vorm schwächsten, talentschwächsten entlassen, ist zwar ein Torwart, da haben wir jetzt keinen Ersatztorwart, aber ist egal. So, und eigentlich müssten alle spielen, ja, alle 7-Sterne-Talente. Das kriegen wir jetzt aufgrund des Bugs aber nicht hin, das ärgert mich einfach tierisch. Warum ist der hier so schlecht? Kriegen die das hier auch nicht geschissen, den richtig einzusetzen? Das ist doch echt. Naja, egal. Hauptsache er spielt. Dann gehen wir noch einen Tag weiter. Damit der Part nicht zu lang und langweilig wird. Trainingszentrum ist abgeschlossen. Wir bauen mal den Bauhof weiter aus, um da bald ein drittes zu bauen, damit wir da ein bisschen schneller vorwärts kommen. Die Fanartikel habe ich gestern nicht gemacht. Nice. Die entwickeln wir natürlich, machen auch direkt eine Marketingkampagne und dann verkaufen wir die Fanhand. Das Kindertrikot auf jeden Fall. Die Wanduhr. Das Mauspad dürfte noch gut gehen. Und am ehesten noch die Fanbrille. Damit wir da keinen Verlust machen. Hier haben wir noch ein paar Spieler, die wir durch gutes Scouting eventuell bekommen könnten oder auf die wir aufmerksam gemacht wurden. Schauen wir mal, ob davon jemand Interesse hat, aber ich glaube, auch hier in der Karriere waren die nicht besonders geil darauf dann. Oh, jetzt habe ich den das für die erste Mannschaft gemacht. Oh oh, und ich kann es nicht zurückziehen. Der soll nicht in die erste Mannschaft wechseln. Um Gottes Willen, hoffentlich lehnt der ab. Das wäre eine Katastrophe. Katastrophe jetzt nicht, aber der würde vergammeln bei uns, statt in der Jugend sich weiter gut zu entwickeln. Tjo, einmal unkonzentriert, ne? So, wir haben die Spiele sonntags, oder? Kalender, hier haben wir am Samstag, da verschoben. Okay, also können wir auch samstags mit denen sprechen. Das war nur sonntags, weil wir das verschoben hatten. Wir versuchen zumindest mal mit ein paar Spielern zu sprechen. Zielinski hat einen richtigen Boost bekommen. 10 Punkte. Aber war klar, er hat das Siegtor gemacht. Kann man schon mal sagen, der Sieg ging so ein bisschen auf dich. Wenn wir eh schon kaum mit Spielern sprechen können, ist das in Ordnung.
kriegen hier großes Lob für dein gutes Länderspiel. Selke hat wie gesagt in der Europa League getroffen. Auch er darf gerne mal an seinem schwachen Fuß arbeiten, das ist wunderbar. Und auch Patrick Schick darf an seinem schwachen Fuß arbeiten. Wie gesagt, ich habe da nichts dagegen, wenn die Spieler, die ein bisschen weniger gespielt haben, dann auf einmal an ihren schwächeren Füßen arbeiten dürfen. Beidfüßigkeit hat noch keinem geschadet. In der zweiten Mannschaft haben wir keinen. Dann gehen wir auch direkt weiter und bereiten uns ordentlich auf das AS Rom-Spiel vor. Saponara, ja, altbekannter. Das absolute Spitzenspiel, da sollten wir dringend gucken, dass wir da nicht verlieren. Skriniar hat wieder überragend gespielt in der Nati. Christensen sind auch solide und Hüßer und Zielinski sind nicht negativ aufgefallen, dann passt das ja. Denn AS Rom ist ein paar Punkte, jetzt fühlt sich Emre Can etwas unterbezahlt, dann verlängern wir direkt seinen Vertrag, das ist ja nicht so schlimm. Guck mal aber vorher, wo die Grenzen sind. Gehalt 7 Millionen aktuell und Emre Can steht bei 4 Millionen. Aber ist ja ohnehin einer von denen, wo die Verträge nicht mehr ganz so lang laufen. Dann gucken wir mal, was wir verlängern können. Ich wollte verlängern und nicht erhöhen. So, José Jiménez hätte eine Stammplatzgarantie. Gehen wir mal um 1 Million nach unten. Können wir jetzt sagen, wenn wir nicht international dabei sind, denn ich denke schon, mit Inter sollte das unser Anspruch sein, immer international dabei zu sein. So, und dann können wir bei ihm nämlich schon 1 Million einsparen. Balde würde ich auch ganz gerne verlängern, der hat mich jetzt nicht enttäuscht. Sollte aber natürlich nicht mehr ganz so krass. Ein kleiner Aufschub ist okay, ja, an Gehalt, aber es soll nicht explodieren. Ich will nicht bei unserem Stammspieler Jiménez 1 Million einsparen, um das im Balde, der ein, ja, sagen wir mal, Rotationsspieler ist, dann nochmal mehr rauszuballern, würde ich sagen, bleiben wir da bei 3,5. Emre Can. Ist auf jeden Fall auch Stammspieler. 10 Millionen, auch da ein bisschen krass. Wir versuchen bei 4 zu bleiben, wird aber hart. So, 5. 5. Und 200. Dann müssen wir auf 4,5 hoch. Lorente als Backup. Wobei wir demnächst nochmal eventuell dann Verstärkung kriegen im defensiven Mittelfeld mit Diawara. Warum wollen die denn alle eine feste Ablöse reinhaben in ihren Vertrag? Gefällt es euch nicht bei uns? Dann können wir hier vielleicht im Gehalt nochmal ein bisschen nach unten, damit wir das von Emre Can direkt wieder reinholen. 2,5. Max Meyer, der einige Male spielen wird, darf gerne bei 2,5 bleiben, aber auch das scheint schwierig zu sein. Auch er will eine feste Ablöse haben, vor allen Dingen immer so niedrig. Von euch kriegt keiner eine feste Ablöse, Leute. Ich will mit euch Kohle machen, wenn ihr schon gehen müsst. Eigentlich würde ich aber viel lieber gern mit euch was Langfristiges aufbauen, deswegen bleibt mal bitte. So, und auch Keeper verlängern wir nochmal, verlängern wir nochmal. Ist er wirklich Stammtorwart? Ich glaube schon, ne? Scoffé ist aktuell zweiter Torwart. Können wir dir 500.000 mehr geben? Mal gucken, ob wir damit auskommen. Gibt natürlich auch keine feste Ablöse, das könnte alles schmatzen. So, dann ist der Part nämlich sehr, sehr lang. Aber ist nicht schlimm. Ist nicht schlimm.
Heute habe ich ein bisschen mehr Zeit. Bleib mal bei dir mal bei 2,5. Er dürfte gerade erst gekommen sein. Isco ebenso. Wie neu. Jeffrey will noch nicht. Zelensky will noch nicht. Ja, dann lass mal das erstmal. Und gehen nochmal weiter. Haben ja noch 6 Tage vor zu simulieren. Emre Can soll gehalten werden. Beide soll gehalten werden. 21 Spiele, 7 Tore. 27 Spiele. Auch da ist jetzt kein krasser dabei. Und da kommt das Spitzenspiel gegen AS Rom. Wenn wir da vorher ein paar Spieler mit einer Vertragsverlängerung glücklich machen könnten und die motiviert halten. Ich verstehe nur nicht, warum wir das Stadion nicht ausverkauft haben. Einen sehr viel besseren Gegner werden wir jetzt nicht unbedingt bekommen in nächster Zeit. Ihr trefft auf unseren Ex-Spieler Alexis Sanchez. So, und da haben wir die ganzen Vertragsverlängerungen. Emre Can verlängert, 26 Spiele hat er gemacht bei uns. José Jiménez hat 27 Spiele gemacht. Und auch Lorente, Keeper und Max Meyer haben verlängert, sowie Balde. Gleich beim Samstag. Dann gucken wir noch rein in die Taktik, ins ganze Management rundherum. Gambino akzeptiert Angebot. Ja, das war der, der jetzt in der ersten Mannschaft ist, ne? Das ist nämlich dumm, weil der blockiert dann einen Transfer, den ich nicht wollte. Und es ist ja ab und an mal so im Fußballmanager, weil der so toll programmiert ist, dass wenn man zu viele Spieler transferiert, dass er dann mal gerne abstürzt und man da nichts gegen machen kann und dadurch sich Karrieren schon zerschießen kann. Und das ist so ein Transfer, den kann ich jetzt nicht mehr rückgängig machen. Und das kotzt mich ein bisschen an, muss ich sagen. So, Hüser ist wieder komplett fit. Der kann also wieder. Christensen dafür in die Innenverteidigung. Fragt sich nur, wer da Platz machen kann. José Jiménez. Der Skriniar ist im absoluten Form hoch. Lorente muss rein für Emre Can. Dafür kommt Kurzuma mal kurz als Sechser. Oder nein, Klostermann hier und Jiménez. Der kann nur Innenverteidigung. De Vries kann, glaube ich, auch Sechser. Nee, auch nicht unbedingt, aber naja. Basteln wir mal trotzdem da rein. Degano ist nicht mehr im Formhoch. Er wird trotzdem spielen, wenn ich hier keinen anderen zentralen Spieler habe. Und ich glaube, das habe ich nicht. Bernardo Silva ist aber auch wieder fit. Die Frage ist nur, wo baut man den ein? Hier, ne? Und dann Isco erstmal dahin und ihn nehmen wir auf die Bank mit. Sonst müsste alles stimmen. Rabiot hat noch die Nase vorne. Wir haben keinen mehr, der im Formhoch ist. Keeper kommt wieder zurück ins Tor, Selke ist nah dran, Zuma ist leider weit weg, Meier ist recht nah an der Mannschaft, beziehungsweise 78, Meier ist in der Mannschaft. So, und natürlich wäre es auch schön, den Jugendspieler erstmal spielen zu lassen, aber ich entscheide mich dafür, Max Meyer. Nochmal alle Sachen hier einstellen. Wie gesagt, nach Vertragsverlängerung geht der nämlich immer gerne dahin und setzt die Werte wieder niedriger. Deswegen da direkt nochmal nachlegen, dass da keiner auf die Idee kommt, dass auf einmal die Spieler zu haben wären, die wir gerade verlängert haben. So, jetzt trainieren die hier unten, die meisten zumindest, auch gut. Das ist die Einstellung, die ich sehen will.
wenn ihr nicht von Anfang an spielt, dass ihr dann im Training einfach mal Gas gebt und euch verbessern wollt, damit ihr dann mal zum Spielen kommt. Bei Kurzuma fehlt diese Reaktion allerdings noch. Aber was nicht ist, kann ja noch werden. Dalbert wirklich einer der Überraschungen diese Saison. Einfach da nicht wegzukriegen von der Linksverteidigerposition. Super letztes Spiel kriegt Sensen und Keeper hat gut trainiert. Nächster Jugendspieler entdeckt Nehmer gerne auf. Davy Selke erreicht ein neues Trainingsziel. Dann lernen wir schön das Dribbling. Ja, der wird am 1.1. zu uns kommen. Wie gesagt, der ist absolut schwach. Muss ich mal überlegen, was ich mit ihm mache. Eigentlich müsste ich den direkt entlassen, das ist sonst, macht keinen Sinn. Da haben wir keinen Mentor, aber dann dürfte Dybala für andere frei werden. Nicht unbedingt für einen Torwart, aber vielleicht hier oder hier. Wobei, Peruzzi hat doch schon das Trainingsziel erreicht, genau. Natürlich noch sehr schwach auf der Brust der Peruzzi, aber den kriegen wir hoffentlich bis zum Ende des Jahres noch einigermaßen hingebügelt. So, da ist er gerade weggegangen. Dann vielleicht hier die Banner. Ne, Schnelligkeit ist nicht seins. Wir haben niemanden für die Baller, das ist aber schade. Ja, dann würde ich sagen, steht die Top 11. Es ist soweit auch alles gemacht an Managementaufgaben. Wir können natürlich wieder eine individuelle Prämie hier von 15.000 ausrufen. Für jeden Spieler, wenn wir gewinnen. Das ist immerhin ein nettes Sümmchen. Wir müssen natürlich besonders auf Edin Dzeko und Alexis Sanchez achten. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns im nächsten Part wieder. Daumen nach oben, wenn es euch gefallen hat. Gerne einen Kommentar schreiben, Abo da lassen, um kein Video zu verpassen. Und schaut natürlich auch auf meiner Homepage vorbei. Dort könnt ihr das Video bequem auch anschauen. Dort auf die Werbung klicken und auch sonst einfach mal durch die Videobeschreibung. Würde mich alles sehr freuen. Danke und bis zur nächsten Folge. Ciao.